und können uns dann mit der nächsten Aufgabe vertraut machen. Ja, Phase 8, die finale Phase, rückt auch näher. Es gibt schon wieder erste Videos und Details und so. Wir werden viel mit Landwirtschaft zu tun haben. Das ist sehr interessant, was die sich da für die letzte Phase nochmal einfallen lassen. Jetzt wieder hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play SnowRunner Off the Truck Simulator auf dem PC Folge 795. Wir sind mal wieder zurück. Ja, mal wieder muss ich jetzt auch fast sagen. Es ist irgendwie, also ja. Mir auch alles ein bisschen leid, Freunde und so. Warte mal, ich krieg das da, ne? Ich habe keine Tankstelle auf dem Weg. Das ist natürlich ein bisschen doof. Aber ich gehe mal von aus, das hält jetzt. Der verbraucht ja nicht so viel. Das ist auch nicht so weit. Ja, wir haben fast gar nichts verbraucht. Weil ich glaube, wir haben sogar da hinten noch eine Tankstelle oder so, ne? Ja! Für die fleißigen Gucker auf YouTube. 3 Tage kam mal wieder nichts von SnowRunner. Und tatsächlich diesmal auch kein Ersatz. Also es kam wirklich nichts. Warum? Ja. Einfach nur aus, ja, fehlender Lust, muss ich tatsächlich sagen. Nach Jahren hatte ich irgendwie absolut keine Motivation, mich mal hinzusetzen und mal die eine Aufnahme zu machen. Soll nach ein paar Jahren auch mal vorkommen. Aber da kommt schon wieder die Erleuchtung des Streams. Wir haben wieder direkt unseren treuen Livestream-Zuschauer hier am Start. Moin moin, wie geht's? Wird geschrieben. Sehr gut, geht's mir. Ja, Stimme geht soweit auch wieder einigermaßen klar. Ich freue mich. Hat ja nur 3 Wochen gedauert. Was auch mit ein Grund war, warum ich auch keinen Bock auf Aufnahmen hatte, weil sobald ich wieder eine halbe Stunde gesprochen habe, war mein Hals schon wieder instantly am Arsch. Und dann dachte ich mir, und dann war es halt immer, ich hatte auch ein bisschen zu tun gehabt letzte Woche und so. Und dann saß ich hier abends um 10:30 und dachte so, ah, morgen ist noch eine SnowRunner-Folge, die ich eigentlich noch aufnehmen müsste, schneiden müsste. Und dann habe ich aber einfach mal gesagt, nee, ich ganz ehrlich, ich habe jetzt einfach mal keinen Bock mehr. Und habe es dann einfach gelassen. Und jetzt kam halt 3 Tage kein SnowRunner, aber dafür nehme ich jetzt wieder ein paar wunderschöne Folgen für euch auf. Ist aber ganz klar, da machen wir natürlich weiter. Ich habe meine paar Tage der Abstinenz gehabt. Habe mich die Woche auch ein bisschen entspannt. Habe viel mit Kumpeln gezockt. Unter anderem auch mit dem lieben Dennis haben wir auch wieder ein paar GTA-Folgen produziert und so weiter. Sind wir schon da? Okay, krass. Der Weg ist doch relativ kurz. Ja, dann kriegen wir die Ladung auf jeden Fall heute hin. Und, ja. Dann dachte ich mir so, ach, mache ich wieder den guten Stream an. Habe ich auch wieder Lust drauf. Und, ja, jetzt sind wir hier und, Twitch zeigt mir wieder einige Zuschauer an. Sehr schön. Was kommt heute denn alles so Schönes? Muss ich schauen, auf wie lange ich Lust habe und so. Auf jeden Fall erstmal SnowRunner, mindestens eine Stunde, also 3 Folgen machen wir jetzt auf jeden Fall, mindestens. Und dann gucke ich mal, je nachdem, wo wir gerade sind, ob es Sinn macht, jetzt einen Cut zu machen oder nicht. Vielleicht noch eine Folge. Ansonsten habe ich noch gedacht, Assassin's Creed oder so eine Folge. Theoretisch bin ich sonst frei, weil jetzt haben wir ja Projekte abgeschlossen, 2 Stück. Die kommen jetzt nicht mehr und ich muss jetzt eh wieder meinen Upload-Plan mal ausfüllen. Der ist jetzt nämlich sehr leer in sämtlichen Blöcken, also außer SnowRunner ist gesetzt im ersten Block. Ich habe ja 3 Upload-Blöcke, aber die anderen beiden sind gerade erschreckend leer. Und theoretisch sollen da ja jetzt die ganzen PlayStation 5-Titel rein, dass ich jetzt endlich anfange, PlayStation 5 aufzunehmen. Da gab es jetzt gestern den Rückschlag, gestern zum Beispiel wieder wollte ich aufnehmen, habe gesagt, ja, okay, komm, jetzt starten wir endlich mit PlayStation 5 Gameplay. Ich habe wieder alles angeschlossen, habe sie getestet. Performance ist wieder im Keller, funktioniert alles überhaupt nicht. Ich kann 4K irgendwie gerade nicht aufnehmen. Ich weiß nicht warum. Die neue OBS-Version, die scheint deutlich mehr Performance zu schlucken, als es noch die letzte Version getan hat. Also wie gesagt, zur Not werde ich auf die alte Version zurückspielen, weil ich habe gar keinen Bock. Ich habe jetzt auch den Task Manager offen, um zu gucken, was das ist und so. Und ich sehe wieder auf meine Grafikkarte 83% Auslastung und ich habe nur OBS offen. Und es ist eine 3080 Ti. Das kann einfach nicht sein. Ich codiere hier nicht in irgendwelchen Farbprofilen, die irgendwie tief sind oder irgendwas. Das ist ganz normal, H264. Vielleicht stelle ich mal auf H265 um.
Weiß nicht, ob die Karte damit besser zurechtkommt. Können wir gerne mal testen. Finde ich super. Assassin's Creed klingt gut, ja. Ist jetzt aber tatsächlich auch ein Projekt, was ich relativ flott beenden möchte, weil, jetzt habe ich nämlich gerade erst gesehen, der Nachfolger ist jetzt scheinbar angekündigt worden. Assassin's Creed Migrate oder irgendwas? Irgendwas mit M. Und den wollen wir dann natürlich auch spielen, aber wenn ich nicht mit Valhalla fertig bin, macht es natürlich keinen Sinn, den Nachfolger anzufangen. Deswegen kann ich mir schon vorstellen... hast du deine GPI? Nee, also ja, habe ich, aber nicht in meinem... guck mal, ich erkläre das gleich mal. Hast du deine GPU geupgradet? Du hattest doch eine 20er-Modell. Habe ich immer noch. Ich streame mit einem 2-PC-Setup. Und der eine PC ist mein Gaming-PC, ganz normal, der hat sich auch nicht geändert. Da ist immer noch meine 2080 Ti drinne. Mit der zocke ich die ganze Zeit. Das ist unverändert seit 2020 tatsächlich. Ich habe die Karte... ja, tatsächlich, im Januar 2020 geholt. Also, hab ich echt so lange? Oder war das erst 21? Ne, muss 20, also, warte mal. 16 kam die 10er, ja. 18 kam ja die Dings, also ich hab ja, ja. Tatsächlich, im Januar 20 muss ich mir die geholt haben. Das heißt, ich hab die jetzt schon... 1, 2, 2, hab ich die schon fast 3 Jahre? Ja, muss sein, ne? Komplette 30er, da gab es sie ja noch nicht. Die gibt es jetzt 2 Jahre, ja. Ich muss die schon fast 3 Jahre haben. Krass. Hätte ich nicht gedacht. Ja, aber da hat sich nichts dran geändert. Die habe ich immer noch. Aber ich habe ja meine Workstation neu gebaut. Meine neue Workstation, mein Aufnahmerechner, wo auch die Capture-Karte drin ist, die das Ganze auch aufnimmt und das Ganze jetzt auch gerade live streamt und so. Und da hatte ich ja noch eine alte 1080 drin und mir ist dann irgendwann aufgefallen, ja, mit 4K und PS5 wird das alles nichts. Und beim Rendern hätte ich auch gerne ein bisschen was Flotteres und so. Und die 30er-Karten waren ja dann im Summer Sale und da habe ich mir die einfach mal gegönnt. Eine 3080 Ti. Kann man mal machen. Schmeckt auf jeden Fall die Karte. Habe ich auch ein Unboxing hochgeladen und so weiter. Es hat alles... ist auf jeden Fall eine geile Karte, aber... irgendwie hat das in OBS zumindest die Performance nicht wirklich verbessert. Und das frustriert mich gerade so ein bisschen, weil ich habe für diese scheiß Karte 1000 Euro ausgegeben und also ja, beim Videoschnitt merkt man es schon. Da läuft das alles wesentlich flüssiger, du kannst einfach schneller durch die Timeline durch und so weiter. Das macht schon Fun. So, den brauche ich jetzt erstmal nicht mehr. Ich lasse ihn erstmal hier stehen und berg den dann später. Hattest du dir gedacht, komm, ich gönne mir mal was richtig Gutes? Ja, habe ich mir gedacht. Aber irgendwie, also wie gesagt, beim Rendern merkt man es. Oder auch beim Schneiden. Die Renderzeiten sind ein bisschen besser, auch wenn Adobe wieder ihr komisches Update rausgebracht hat, was die Renderzeiten auch wieder verlängert hat. Ja, klar, mit der 1080 würde es dann noch länger dauern, aber ja, es macht irgendwie keinen Spaß, wenn Adobe Updates rausbringt, dann wird es wieder schlimm. Genau. Wo kriege ich jetzt lange? Immer von da. Komme ich immer an der Tankstelle vorbei, das ist ganz gut. Muss ich einmal diesen Scheißweg fahren, ist auch okay. So, ja. Und ja, wie gesagt, es ist gerade noch ein bisschen frustrierend. Ich weiß nicht, woran es liegt. Also anfangs lief es alles wunderbar. Und jetzt läuft es wieder nicht mehr. Ja, ich muss, wie gesagt, OBS eigentlich mal neu einrichten. Habe ich aber auch immer keine Motivation drauf, weil ich dann wieder alle Facecam-Rahmen und sowas alles neu einbinden muss. Und wieder die Größe anpassen. Dann muss ich wieder jedes einzelne Let's Play aufmachen, dass die Rahmen wieder an die gleiche Position gerückt sind wie vorher. Und das ist einfach eine Sache, da habe ich irgendwie einfach keinen Bock drauf. Und solange es hier mit dem PC läuft, ich meine, hier, es läuft. 2K läuft. Aber 4K ist einfach zu viel. Und das soll es aber nicht sein mit einer 3080 Ti. Also die muss 8K können. Ja, die muss 8K können. Das sehe ich absolut nicht ein. Ja, mittlerweile können Laptops ohne Grafikkarte können locker Full HD mit 60 FPS aufnehmen. Ja, da willst du mir doch nicht erzählen, dass ich jetzt hier bei 2K 60 FPS, was nicht viel mehr Pixel sind, dass ich jetzt hier eine 3080 Ti zu 80% auslaste. Da verstehe ich irgendwie alles nicht. Und sowas kommt, das zieht alles mit rein, das demotiviert mich einfach. Ich gebe mir hier so viel Mühe, meine Technik ständig zu verbessern, gebe so viel Geld für den Scheiß aus und am Ende funktioniert das einfach alles nicht. Das demotiviert mich ungemein und deswegen kamen jetzt auch die letzten Tage keine Videos, weil es mich einfach aufregt. Ja, ich sitze zwar dran, das irgendwie mal zu fixen und so, aber irgendwie... das sind dann so eine Tage, ich...
Technik ist mein Hobby, ist meine Leidenschaft, ist auch mein Job mittlerweile. Ja, ich bin ja IT-Systemadministrator mittlerweile. Meine Ausbildung ist ja vorbei. Bin jetzt eingestellt als Systemadministrator und habe damit ja auch täglich zu tun, auch in meinem Beruf. Und ich habe einfach unfassbar viel Spaß dran, auch hier privat das zu übertragen, dann die Erfahrung, die ich da sammle und hier meine Technik auszubauen, ein geileres Setup hier hinzustellen, was alles so funktioniert und so weiter. Aber wenn man sich die Mühe gibt und dann funktioniert das einfach alles nicht, das, da kommst du einfach in so ein Tief rein und dann wird es alles irgendwie nichts. Das regt mich ein bisschen auf. Ich hoffe, dass ich das alles irgendwie mal hinkriege. Wäre zumindest schön. Ich meine, mittlerweile, ja, mein Kumpel, ne, der hat mir, ich bin ja auch mega dankbar noch an meinen Kumpel, der mir hier die PS5 einfach mal gegeben hat. Ich habe ihn natürlich komplett bezahlt, das ist mal klar, aber ohne ihn hätte ich die immer noch nicht, weil ich die so einfach nicht kriege in einem Shop oder sowas. Er hat mir die einfach besorgt, ich habe ihn bezahlt und dadurch hatte ich jetzt die Konsole. Ist jetzt aber auch schon wieder ein paar Monate her und ich habe sie noch nicht einmal benutzt richtig. Ich habe mal ein paar Aufnahmechecks gemacht und so. Am Ende lief es tatsächlich irgendwann, aber ja, wie gesagt, dann kam das OBS-Update und jetzt läuft irgendwie wieder gar nichts mehr. Ich weiß auch nicht, warum. Ich muss die Codecs vielleicht auch nochmal durchprobieren. Die Bitrate finde ich auch nicht mal hoch, die ist nicht hoch. Ist bei 25.000 Mbit, diese Kilobit die Sekunde, 25 Mbit die Sekunde. Ist für 2K okay, für 4K finde ich es tatsächlich schon fast ein bisschen niedrig. Lasse ich aber so. Da muss es einfach laufen. Und ich habe halt unglaublich Bock, diese Spiele zu spielen. Jetzt, wo auch die Projekte durch sind. Assassin's Creed, Immortals, Phoenix Rising ist durch. Far Cry 6 ist durch. Life is Strange ist kurz vorm Ende. Das sind jetzt drei komplette Projekte, die frei sind im Uploadplan. Wo dann diese PlayStation 5 Titel jetzt alle mal rein können. Und ich kann sie nicht bringen, weil ich nicht imstande bin, es aufzunehmen. Und ich will diese Spiele unbedingt spielen. Ich habe so Bock drauf. Ich habe die alle schon hier. Die Konsole ist bereit, ist alles eingerichtet. Mein scheiß Aufnahmeprogramm funktioniert nicht. Deswegen kamen bisher noch keine PS5-Spiele. Weil ich möchte auch nicht, ich könnte natürlich sagen, ja, stelle ich halt auf Full HD oder auf 2K runter und mache das so, aber nein, möchte ich nicht. Ich möchte ja meine Qualität steigern, das ist ja auch der Grund, warum ich hier einen 4K-Monitor zu stehen habe. Das ist ja auch der Grund, warum ich gesagt habe, ja, ich habe eine 4K-fähige Capture-Karte. Ich möchte meine Qualität verbessern und die PlayStation ist imstande, die Spiele in 4K auszugeben und deswegen möchte ich die auch in 4K aufnehmen und in 4K hochladen, das ist mal ganz klar. Ja? Auf dem PC kann ich nicht machen, weil mein Hauptbildschirm hat kein 4K, das heißt, also mein Rechner hatte genug Leistung, in 4K zu spielen, aber ich habe keinen Bock drauf, mir jetzt einen neuen 4K-Monitor mit, weil er müsste auch 144 Hertz haben, die ich aber nicht darstellen könnte, weil es keine Capture-Karte gibt, die 4K 144 Hertz durchschleifen könnte. Das heißt, ich könnte nur 4K 60 Hertz spielen. Da habe ich auch keinen Bock drauf, deswegen wird es da erstmal keine 4K-Aufnahmen vom PC geben. Gut, ne, die Dings kann eh nur 60 Hertz dann in 4K, bei den meisten Spielen zumindest. Deswegen ist es nicht ganz so schlimm, aber PC ist mir dann doch wichtig, dass ich 144 Hertz spielen kann. Ihr seht es dann zwar nur 60 Hertz, aber die Karte kann mir zumindest 144 Hertz durchschleifen. So, und da kam dann noch eine neue Nachricht. Ich hatte sie gesehen, aber ich wollte noch meinen Satz zu Ende sprechen, bevor ich es dann vergesse. Ich fange nächstes Jahr auch meine Ausbildung als Pflegefachmann an. Ganz ehrlich, finde ich mega stark. Ist auf jeden Fall ein spannender Bereich, der leider auch zu knapp besetzt ist, muss man ja auch sagen. Deswegen cool, dass du dich entscheidest, da hinzugehen. Ne, man muss auch sagen, der deutsche Staat, der macht es einem auch nicht unbedingt, also soweit ich weiß, mittlerweile ist es schon besser geworden. Also man verdient da in der Ausbildung in dem Bereich mittlerweile schon sehr, sehr gut, ne, im Vergleich. Das muss man auch sagen. Da passiert langsam was, aber die müssen viel mehr machen. Das ist so ein Mangel an Fachkräften in dem Bereich vorhanden. Wenn die da nichts machen, müssen die Arbeitsbedingungen da einfach auch schmackhafter denjenigen machen, ne? Weil da verliert man natürlich die Lust. Ja, weil es ist durchaus auch ein anstrengender Beruf. Man muss da viel machen. Man hat auch eine große Verantwortung. Also mega cool, dass du da in den Bereich gehen möchtest. Finde ich super. Ist auf jeden Fall ein spannendes Arbeitsfeld. Was nicht so spannend ist, ist, dass dieser Laster hier nicht von der Stelle kommt. Na gut, die Ladung ist natürlich jetzt wieder schwer.
dass der Schlamm hier wieder einen auf so durchweicht tut. Ja, bei der Temperatur, wenn hier Schnee liegt, müsste der doch fast auch eingefroren sein und eigentlich hart sein, ne? Aber gut. Aber Respekt auf jeden Fall. Finde ich einen super Bereich. Ausbildung ist grundsätzlich auch immer was Schönes, ja. Aber damals auch, meine Ausbildung war ja, hieß ja Fachinformatiker für Systemintegration. Und ich hatte Spaß in den 3 Jahren, muss ich ja auch ehrlich sagen. Ich finde das viel cooler, wenn man auch Praxisphasen drin hat in einem Betrieb, dass du dann auch wirklich schon mal ins Arbeitsleben reinkommst. Das hast du zwar auch in einem dualen Studium, aber ein duales Studium ist natürlich von der Anforderung her viel krasser. Du musst Projektarbeiten machen, du hast da auch... Also war mir persönlich, war nichts für mich. Das wäre mir, muss ich auch ehrlich sagen, wäre mir wahrscheinlich zu anstrengend gewesen. Hätte ich wahrscheinlich irgendwie hingekriegt, aber mir war es zu anstrengend. Ich war in der Schule nie der Beste. Hatte nie die Noten, die ich so mir, ja, die ich wollte, sagen wir mal. Und habe deswegen gesagt, gut, bevor ich jetzt mir so ein Studium antue und komplett auf die Fresse fliege und dann letzten Endes doch eine Ausbildung starte. Und da aber ein Jahr verloren habe, dann mache ich es lieber gleich so und man kann es ja dann später zur Not immer noch machen, ja. Du kannst ja eine Ausbildung fertig machen, zack, bist durch und dann, wenn du merkst, okay, Ausbildung war easy, jetzt bin ich bereit, nochmal andere Sachen zu machen, dann kann man das später immer noch machen, ja. Mal sich eine Tür offen halten. Also von daher, Ausbildung ist nie verkehrt, kann man immer machen, da hat man was in der Tasche, womit man imstande ist, vernünftig zu arbeiten. Verdient auch schon Geld während der Ausbildung, was auch cool ist, also in dem Alter dann irgendwann so richtig schön ein bisschen Geld zu verdienen, macht schon Spaß. Auf einmal kann man sich Sachen leisten, die man sich davor nicht erträumen konnte. Ja, wenn ich überlege, mit meinem Taschengeld damals, wenn ich irgendwas Größeres wollte, dann war erstmal ein Jahr Sparen angesagt, plus Geburtstag und Weihnachtsgeld noch oben drauf, ne? Das war schon immer ganz witzig, ja, für eine neue Grafikkarte habe ich über ein Jahr gebraucht dann damals, ne? Und da zählt ja die 2080 Ti... Nee, die zählt da nicht rein, tatsächlich. Ich habe Ende 2019 mit der Ausbildung angefangen, September 2019. Und Anfang 20 habe ich mir die Grafikkarte gekauft. Also die habe ich mir tatsächlich schon mit dem Ausbildungsgehalt finanzieren können. War das 20? Ja, genau. Und mein großes Projekt hier mit meiner neuen Workstation, die habe ich ja angefangen Anfang 21. Da habe ich mit dem Konzept angefangen und die ersten Teile bestellt und erst Mitte 22. Oder nee. Bin verwirrt. Ich habe gar keine Ahnung. Ich habe doch da auch fast 2 Jahre für gebraucht. Aber ich habe im Januar... Ja, muss 21 aber gewesen sein. Ja, Januar 21. Also ich habe über ein Jahr gebraucht. Genau. 1,5 Jahre habe ich dann auch nochmal gebraucht. Trotz Ausbildungsgehalt, da muss man mir vorstellen. Habe ich 1,5 Jahre gebraucht, mir diesen Rechner zu finanzieren. Ja. Das war aber auch schon eine Sache, die machst du, also die mache ich so schnell nicht nochmal. Also, ja, ich merke es. Ich merke auf jeden Fall, es läuft alles besser als vorher. Der Rechner hat auch wie deutlich mehr Performance. Ich habe viel mehr Möglichkeiten mit dem Rechner, als ich es mit dem alten noch habe. Aber ob es das Geld jetzt wert war, ich bin mir nicht so ganz sicher. Ich habe ihn jetzt und ich werde ihn eine ganze Weile jetzt haben. Also so schnell werde ich mir da, denke ich, keinen Upgrade gönnen. Werde mich jetzt erstmal auf andere Sachen konzentrieren. Klar, jetzt hat man noch mehr Möglichkeiten. Jetzt ist die Ausbildung vorbei. Man verdient volles Gehalt. Das ist auch eine Sache. Da kriegst du einfach, ja, du hast halt dann nochmal ein paar Möglichkeiten mehr. Und die möchte ich jetzt auf jeden Fall auch noch wahrnehmen, solange es noch geht. Und da war noch eine Nachricht. Ich habe schon sehr viele Praktiken. Denke ich auch, dass mir die 3 Jahre viel Spaß machen werden. Ja. Ne, das ist ja auch was. Klar, wenn man schon auch ein bisschen Praxiserfahrung sammeln konnte, ist es noch geiler. Da erinnere ich mich auch noch. 10. Klasse, wo man diese 2-wöchige Betriebspraktikum machen musste. Da war ich ja auch in so einer IT-Firma drinne. Konnte auch schon mal so einen ersten Blick reinwerfen, was man da unter anderem so machen kann in dem Gebiet. Und da war mir auch schon klar, ja, ich möchte auf jeden Fall in diesen Bereich reingehen. Mit Technik konnte ich ja schon immer gut. Und da war es natürlich auch klar, ja, ich möchte auf jeden Fall in diesen technischen Bereich reingehen. Und bin froh, dass es auch funktioniert hat. Es war ein steiniger Weg und so, aber am Ende hat es geklappt. Ich konnte einen sehr, sehr guten Ausbildungsbetrieb finden, der mir auch da die Chance direkt gegeben hat, mich da
reinzufinden, wo ich auch sehr viel Verantwortung auch direkt bekommen habe über die ganzen Systeme und so weiter. Da kann ich jetzt natürlich nicht ins Detail gehen, verständlicherweise, aber Aufgaben waren spannend gewesen, durch und durch, also ja, und jetzt kümmert man sich natürlich schon um auch nochmal ein paar mehr Sachen. Das macht schon Spaß, also ich gehe da auf jeden Fall sehr, sehr gerne hin. Die erste Chatnachricht eines Zuschauers. iDogs Black, moin moin. Ja, grüß dich, schön, dass du da bist, freue ich mich drüber. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen. So, ich glaube, ich liefere die Ladung tatsächlich auch nochmal ab. Dann sind wir nämlich nächste Folge durch mit dem Kram. Und können uns dann mit der nächsten Aufgabe vertraut machen. Ja, Phase 8, die finale Phase, rückt auch näher. Es gibt schon wieder erste Videos und Details und so. Wir werden viel mit Landwirtschaft zu tun haben. Das ist sehr interessant, was sie sich da für die letzte Phase nochmal einfallen lassen. Bin ich gespannt, ob das was wird. Klar ist, dass wir aber auch alle anderen Phasen zu Ende machen werden. Das ist aber mal ganz, ganz klar. Ja. Ja, schauen wir mal, ne? Schauen wir mal, wie sich das so entwickelt. Aber ein paar Traktoren zu fahren und ein paar Felder zu säen und so ein ganz Kram. Ja, wird eine Abwechslung sein. Ne? Wird eine Abwechslung sein. Worauf ich mich schon gar nicht freue, ist wieder die Phase 4. Phase 4 hat mir nicht gefallen. Also die Map fand ich schrecklich. Das ist einfach viel zu groß und sowas. Und ich kann gerade nicht spielen, da meine PS4 bei der Reparatur ist. Ey, okay. So, wir brauchen noch einen langen Stamm. Alles klar. Ja, PS4 bei der Reparatur. Naja, gut, ich meine, die ist ja jetzt auch schon was älter, ne? Da kann es natürlich immer mal vorkommen, dass da was passiert. So, wir wenden noch kurz und dann geht's nächste Folge weiter. Und dann würde ich sagen, herzlichen Dank fürs Zuschauen. Tschüss und bis zum nächsten Mal.